Klamotten passt gar nicht ins Bett. Wer kommt denn diesmal? Wer ist das? Oh, Anna. Okay. Gut, alles klar. Und ich begrüße euch heute. 30 Mal direkt werden. Sehr Unterstützung, alles klar. Ja, und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Fire Emblem Engage. Ja, wir sind ordentlich gekleidet für unsere. Ich finde die Rüstung klasse. Die Schultern, meine Schultern sehen dadurch so breit aus. Okay. Heute in der letzten Folge haben wir Erikas Nebenquest gemacht und ihr werdet vielleicht nicht mitbekommen haben, aber die Aufnahme war voll im Eimer, weil irgendwie alles war asynchron und ich musste erstmal, weiß nicht, das alles beheben. Hat man vielleicht nicht mitbekommen, aber ja, haben mich dann doch schon irgendwie so einen halben Tag gekostet und deswegen kam auch am Montag kein Part, weil ich halt erstmal den Fehler beheben musste, ne? Ich hoffe, dass heute wieder alles synchron ist. Und ja, keine Ahnung. Gucken wir mal, ne? Ich hoffe, heute läuft alles perfekt. Und ja, wir fangen erstmal an mit... Ich habe schon wieder vergessen, meine Notizen hier auszupacken. So. Gut. Heute haben wir ein paar mehr Unterhaltungen, glaube ich, ne? Eine Menge Supports und ein paar Bandgespräche. Und ich würde sagen, wir fangen dann mit dem Bandgespräch an, ne? Und zwar gucken wir uns an. Ich habe mir jetzt gerade Vollbild hier platziert. So. Fangen wir an mit Rosado. Rosado habe ich mit Sigurd trainieren lassen. Und Rosado hat auch Sigurd ausgerüstet, Leute. So, dann habe ich einmal live mit Goldmädchen ersten, obwohl wir live heute gar nicht ausrüsten können, weil wir ja in seine Quest reingehen. Ist mir später eingefallen, aber ich habe Goldmädchen mit ihm trainieren lassen. Mein Gott, wie oberflächlich ist denn die? Kannst nicht einfach so chillig sagen. Das funktioniert nicht. So, dann habe ich mit Roy trainiert. Hab den, glaube ich, ausgerüstet heute, ne? Das ist ja voll die Killer-Kombi, ne? Wenn ich den seinen Banddingen aktiviere, dann kriege ich plus 5 Level. Vielleicht gebe ich Gold Mary Roy, ich weiß es nicht. Weil das ist ein bisschen Overkill, dann ist er ja Level 18. Wenn er den seinen Effekt aktiviert hat, könnte ich bei jedem anderen irgendwie besser gebrauchen, glaube ich. So, dann haben wir Lynn trainieren lassen mit Saphir. Und Sophie hat auch Lynn ausgerüstet heute. Ich mach dich fertig. Okay, cool. So, dann haben wir Louis. Wo ist er? Hier. Haben wir Louis mit Lucina trainieren lassen. Ich glaube, er hat sie ausgerüstet, damit er mal besser trifft mit seinen Lanzen. Er geht einfach nicht, er trifft einfach nichts mit seinen Lanzen. Meisten meiner Freunde sind tot, weil ich aus der Zukunft komme, wenn er alles zerstört ist.
So, und dann haben wir noch unser Linden. Linden haben wir mit Corin trainieren lassen. Er ist heute dafür zuständig, Leute festzunageln. Und das voll krass, wie er beinahe die Bude des Würmbots hier, Würmgotts abgefackelt hat. War zum Totlachen. Gott. Dann haben wir eine Menge Supports heute, ne? Schaut mal an. Und zwar habe ich hier mal ein paar Geschenke diesmal verteilt. Diesmal habe ich es nicht vergessen. Und ja, gehen wir mal da rein und sacken die mal alle ein. Wieso klingt er so schlecht gelaunt, wenn er sagt, ich will Leute beobachten. ルイは兄さんなのですね。はい。4人兄弟の長男です。そうですか。長男は何かと大変ですよね。確かに大変だったかもしれません。母親が早くに亡くなったので、弟たちの面倒は僕が見ていましたから。でもみんな可愛い弟です。大変でしたが、 なんとか乗り切れました。2位wieder was von den Hörern sehen。騎士の仕事にも生かされていたりするのかもしれませんね。確かに。おかげで簡単なことでは動じなくなりました。ですが、それで言うと、僕の趣味もその環境が影響しているのかも。趣味？どこを向いても男ばかりの環境で育ったので、女の子の集まりを見るのが好きなのかもしれません。そう。 そうですね。もしかして、あ、そう、フラウニングビー、フラボーバクテッド。同じような趣味をお持ちなのですか？弟たちはそんな素振り一切ありませんね。ならば、ルイの趣味は育った環境とは関係ないのでは。謎が深まりましたね。Warum kann man Hauptcharakter so mies gelaunt irgendwie? So dieser Typ, ne? So, dann mal Rosado. Shingyu-sama, omizu o dozo. Arigatou gozaimasu, Rosado. Mein Hauptcharakter ist voll der Jammerlappen. Daibu toku made kita to omoimasu ga. Mokuteki no hishatai wa mada mitsukarimasen ka? Mou sukoshi da to omou ndesu kedo ne. Am besten in der Schöpf reiten wir nicht auf den Drachen? Du kannst fliegen. Ich bin ein bekannter YouTuber. Leute müssen mir Daumen nach oben hinterlassen. なるほど。確かに、いいと思ったものを他の人にも分かってもらえると嬉しいです。 目的地はもうすぐですよ。ついてきてください、神龍様。共感もいいですが、そこに至るまでの道は俺たちだけの経験ですから。楽しまなきゃ。はい、ロサード。Und wir gehen zu Fuß, weil okay. So. So viele B-Rangs. Mein Hauptcharakter. ここが前に言っていた面白いところ。 俺の趣味の結晶、秘密の小屋です。おお、壁一面が棚に。ええ、ここに趣味のものを収集しているんです。それは凝りに凝った料理の調理法。これは
俺だけが知る秘密の散歩道の地図。そっちは俺が開発した鍛錬方法の極意集。あれはピカピカになるまで磨いた小石たち。こっちはなんとなく拾ったふわふわの毛玉たち。それからこの辺でやめておきましょう。説明だけで何時間もかかってしまうので、とにかく全てが暇つぶしの結晶です。どうぞご自由に見たり触ったりしてください。ありがとうございます。わあ、どれもこれもすごい。俺は毎日仕事が終わるとすぐにこういったものに没頭しています。それは目の前の den Typ ist einfach nur langweilig。明日の暇つぶしを確保する作業でもあります。生きる目的が急になくならないよう、俺は常に備えをして生きているのです。かっこいい。 Es klingt irgendwie erschreckend。 やはりゼルコバは哲学的ですね。 Wenn irgendwas hier weg ist, dann bringe ich mich um。 こんなザレごとに付き合っていただいて退屈じゃ。 Das ist besorgniserregend, was der hier macht。 とんでもないです。 もうワクワクしちゃって。 Natürlich findet mein Charakter das interessant, ist klar。 Ich finde es genauso langweilig。Alles, was er macht, ist schlafen und fischen. So, und dann noch Marin. Okay. Er ist der nächste Stalker. Der vierte, Louis, Fram, Marin, Zirkov. その観察はいつまでなのでしょう。図鑑ができるまで、可能な限りずっとです。その代わりに神竜様のすべてを完璧な図鑑に落とし込んでみせますので。もうやめてください。え、私のことを特別扱いするのはやめてください。確かに私は竜族です。寿命や能力だってメリンたちとは違います。ですが私の気持ちは人間と同じです。キーな目で見られるのは嫌なんです。あ、神竜様、不快にさせてしまい申し訳ありません。ですが僕にとって神竜様はやはり人間より上位の存在なんです。図鑑というと変な意味になるかもしれませんが、僕の中では Dann möchte ich, dass mein Wolf auf dich reite. Dann möchte ich, dass wir beide auf dich reiten. Okay, da haben wir ein bisschen Drama, was wahrscheinlich aufgehoben wird im nächsten A-Rang Support, falls wir den niemals erreichen. So, dann bin ich noch schwimmen gegangen, habe, weiß nicht, Stelle sauber gemacht und was weiß ich nicht alles. Hier mit Jade und Amber. Amber, sind dabei, ist die Vertrauten von Diamanten, ne? Ich habe irgendwie erst letztens gemerkt. Ah ja, stimmt. アンバーの好きなものについて教えてもらえるかしら。俺の好きなものと言ったらアルパカしかないな。昔は一日中アルパカを乗り回していてな、アルパカ騎乗の達人と言ってもいいだろう。なるほど。近くにアルパカ。Tut Material für ein Buch hier. Einfach einsammeln, eiskalt. あいにくこの辺りにはいないからな。残念だ。何？この音は。これはアルパカの走る音だ。本当だわ。暴走してこっちへ向かってくる。ここは任せてくれ。俺はアルパカ騎乗の達人だからな。そこのアルパカ止まれって、暴れるな。ああ、
offenbar ist tot. どうして突然現れたのかしら。なんとか捕まえられてよかったけど、結局ジェーデが捕まえることになるとは。やっぱり俺は何をやってもジェーデにはかなわないんだな。そんなに落ち込まないでいいわよ。池に落ちるアンバーから発想が湧いたから。 Ja, dein Leid wird mich zur reichsten Frau aller Zeiten machen. So, und dann noch die beiden, zwei Blondinen. Wie bereitet man Alpaka-Braten zu? そうですね。信じるか信じないかは聞く人次第ですが、ならぜひ教えてほしいんだ。飲んだものを超ムキムキにするという伝説の筋肉増強剤の話を。ムキムキですか？違う、超ムキムキだ。 伝説はちょっと仕入れてないですね。そうか、君ならばもしやと思ったのだけれど、アルフレッド王子にそこまで言っていただけるなんて、このまま無下にするのもなんだか悪いですね。わかりました。俺その伝説の伝説を調べてみます。本当かい、アンバー。ありがと。気にしないでください。伝説や伝承を追うのは俺の趣味ですから。 そうと決まったら早速情報収集だ。あ、そこの筋肉おじさん、ちょっと話を聞かせてくれ。なんて頼もしいんだ。アンバーなら必ずや伝説にたどり着けるだろうね。ガイ、ありがとう。ブチョン、ご、フラッグ、ノーディバイ。そう、 Entschuldige, Butchon, aber stehst du vielleicht auf mich? お弁当を作ってきました。弁当？俺のために。はい、ご覧ください。これが鶏の揚げ物で、隣がお野菜のあえ物、あとは卵焼きに軽く焼いたパン。疲労回復効果のある果物もあります。 すごいな、色鮮やかな上に体のことまで考えられている。ええ、すみません。可愛い上に完璧なお弁当を作れてしまって、すみません。お口に合うかどうか分かりませんが、よかったら召し上がってください。ありがとう。では早速いただこう。 これはうまい。こんなにうまい弁当は食べたことがないぞ。あ、恐縮ですが、もっと大きな声でお願いします。なんだって？申し上げにくいのですが、もっと大きな声で、もっとたくさん褒めてください。もっと褒めるって、例えば？例えば。 言いましたか。すみません、そんなアホな質問には答えられません。なんか急に辛辣になったぞ。褒め方ぐらいすぐに浮かぶと思います。こんな完璧なお弁当を食べているのですから。さ、どうぞたくさん褒めてください。あ、もしかしてあんた Danke. Alter, ist die oberflächlich. Okay. So, boah, ich wollte ja noch jemanden Roy jetzt geben, ne? Jetzt einige Charaktere habe ich noch nicht. Goldmarie hat gerade niemanden.
So, hatte ich von Roy schon die Dings erledigt? Nein, okay, dafür Verschwendung. Frappen. Ich brauche einen Heiler, nicht hier Roy zu geben. Na gut, dann nehmen wir einfach. Dann ist er ein bisschen Overkill. Falls er überhaupt einsetze. So. 10 Minuten erst. Hey, warte mal. Irgendwas stimmt mit der Aufnahme nicht. Da steht schon 10 Minuten 25 Sekunden für eine lange Zeit. Eine Sekunde. Okay, mein Aufnahmegerät muss echt damit aufhören. Immer ist irgendwie was, das irgendwie nicht komplett läuft. Da stand irgendwie bei meiner Aufnahme, man kann ja unten sehen, wie lange man schon am Aufnehmen ist, ne? Und da stand irgendwie 10 Minuten 25 die ganze Zeit. Und als ich dann aber zurückgeschaut habe, stand da immer noch 10 Minuten 25. Also irgendwie ist der Timer irgendwie stehen geblieben von der Aufnahme. Und ja, das ist ein bisschen doof, weil ich würde gerne wissen, wie lange ich am Aufnehmen bin. Also habe ich ja kurz einen Schnitt gemacht und wir habe ich noch mein Dings, meine Ration. Ja, habe ich noch. Dann gehen wir erstmal zum Mülleimer. Oh, Bonnet ist am Kochen, jawohl. Da ist heute wird gespeist wie die Könige. Ja, erst einmal packen wir wieder ein paar Sachen hier rein, die auch relativ meh sind. Alter, ich krieg noch nicht mal ein Dings dadurch. So. Lohnt sich irgendwie nicht mehr so irgendwas da einzupacken, finde ich. Wenn ich nur so relativ normale Sachen bekomme, die könnte ich mir auch eigentlich kaufen. Glaube ich besser. Jetzt gehen wir mal was bestellen und Boden zusammen kochen. Boah. Dann zeig mal ja. Ja, Pandreo und ein paar sind noch auf Rang C. Da können wir noch was rausholen? Naja, die beiden. Etwas mehr Stärke oder ich habe keine Tomaten. Ich habe keine Tomaten. Dann nehmen wir gesalzenes Schweinefleisch. Kraut habe ich auch nur eins. Alter, was ist denn hier los? Ich merke gerade Pandreo und Panett, beide fangen mit P an. Beide sind verwandt, ne? So. Ich möchte jetzt nicht alle Werte plus 5 oder so bekommen, ne? Weiß ich auch nicht. So, A plus, boah. Plus 2 Stärke, Geschicklichkeit und Verteidigung. Sehr cool. Okay, der war gut. So, holen wir uns hier noch ein paar Sachen ab. 6000, ey, ich habe so viele Punkte. Ich brauche gar nicht so viele Punkte. Gut, wir sind fertig, ne? Ist der Timer noch am Laufen? Gut. Dann gehen wir jetzt zur nächsten Sidequest, Nebenquest, was auch immer. Und machen uns auf zu Lives Nebenquest, würde ich sagen. Ne? Live und Mikaya waren noch übrig für Level 8. Ne? Aber ich will Mikaya bis zum Schluss aufbewahren. Deswegen machen wir erstmal Live. Über alle Brücken. So. Ein Ort von großer Bedeutung für Emblem Live und Schauplatz einer Prüfung für den Wyrmgard. Fire Emblem 5 habe ich gespielt, aber ich bin nie weit gekommen, weil das Spiel absolut brutal ist. Und da gibt es keine Schwierigkeitsgrade und so. Das heißt, man kann nicht wirklich was dagegen machen. Außer man ist einfach nur super gut. Also ja. Deswegen kommt mir diese Map höchstwahrscheinlich nicht bekannt vor.
Und ja, gucken wir mal. Ich habe vielleicht dafür, ich weiß, welche Level das ist. Ich glaube, wenn das diese eine Map ist, die nur diese Brücke ist, dann habe ich vielleicht schon mal was davon gesehen. Aber schauen. Ich habe 12 Charaktere vorbereitet. Thracia ist der Name des Kontinents, von dem er kommt. Japanische Spieler muss das ja irgendwie ein Traum sein, ne? Dass die ganzen Anspielungen von älteren Fire Emblem ist. Fire Emblem 1 bis 6 kam ja nicht außerhalb Japans raus. Also jeder, der jetzt Fire Emblem Engage spielt und nur irgendwie, weiß nicht, mit Free Houses oder Fates aufgewachsen ist, die haben keine Ahnung von irgendwas hiervon. Egal wie viele Leute ich euch, wurde das irgendwie mal erklärt, ja, wir müssen unsere Bande steigern, aber wenn einer von euch stirbt, dann passiert das halt, ne? Das ist schon irgendwie krass. So, sind da 12 Leute? Das sind 11 Leute, Alter. Ich habe 12 Leute vorbereitet, ne? Ich habe eine Menge Magier heute dabei. Von daher, mit Abkratzen wird das heute nichts, glaube ich. Lass mal Gold Marie, weil sie hatte sowieso keinen Ring ausgerüstet. So, wir haben genug Lanzen und haben wir Lanzen? Ja, Lanzen haben wir. So, heute eine Menge Heiler dabei. Ich glaube, ich sehe Ballistas auf der Karte. Oh mein Gott. Einfrieren, Fraktur, Alter. Okay. Da guck mal, wie viele Leute, Alter. Sieht heftig hier aus hier. Ja, eine Lichtklinge mit magischen Angriff. Ich habe eine Menge Magier dabei, von daher wird das schon. So, mit Fliegen gilt hier nicht, das heißt Rosado. Sollte ich vielleicht gar nicht erst mitnehmen, ne? Na komm. Rosado kann immer noch da reingehen und so schnell wie möglich die Gegner erledigen, wenn ich Glück habe. Ich könnte hier reingehen mit Rosado, ne? Und den Typen erledigen. Aber warum soll ich den erledigen? Ach, deswegen. So, ich nehme an, das ist wieder auch eine Anspielung an Fire Emblem 5, aber Fire Emblem 5 habe ich nie weit gespielt, deswegen, ja, keine Ahnung. So, was haben wir hier? Du hast Meteor, Fraktur und was? Warum hast du Meteor? Und Fraktur. Der ist bestimmt eine Anspielung an irgendeinen Charakter aus Fire Emblem 5, ne? Aber da generell ja nicht Dings ausrüsten können, ne? Bringt das nichts. Okay, ihr bewegt euch alle nicht.
Voran, Voran, mein Gott. Was ist das für eine Konstellation? Ja, das ist ja voll unfair. Tank der Magie, da haben wir Schweigen. Eine Menge Loot haben wir hier. Tempofeder, Tempofeder. Weihwasser, eine Menge Loot hier. Aber ich sehe jetzt irgendwie nichts, was mich hier irgendwie zwingt, irgendwie voll schnell durchzugehen. Von daher, wenn wir jetzt chillig angehen, dürfte halt eigentlich klappen. So, kann ich überhaupt da hingehen und den? Ich kann ganz offensichtlich nicht mit Rosado hier reingehen, weil die ballern mich dann ab. Ich habe das Gefühl, dieses Kapitel wird nervig. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ich glaube nicht, dass wir das erreichen werden. Nein, mir fehlen genau zwei Schritte leider. Na gut. Ach gut, ist diese Ballistas, können wir ganz locker irgendwie abfangen, indem wir einfach nur... Oh, die können nur dreimal schießen. So, wir haben Louis dabei, das heißt... Ja, er kann einfach die Ballistas abfangen. Und ja, da will man dann machen, würde ich sagen, ne? So, Anfangsposition ist eigentlich vollkommen egal. Wir können auch sie da einpacken, ne? Ich habe Yunaka dabei. So, sie hat 156 Ausweichen. Das heißt, wenn wir wieder... Aber das wird nicht klappen mit Live, weil der hat ja diesen... Oh mein Gott, die haben sogar vielleicht eine Trefferchance gegen sie. Okay, es kommt drauf an, je nachdem, wann sich der Typ bewegt, ne? Könnte halt einfach oder schwieriger werden. Warte mal, ich habe eine Idee. Ja, verdammt. Obwohl, ich habe eine Idee. Ich kann mich ganz locker um diese Ballista kümmern. Oh, das wird lustig. Ich habe eine Idee. Ah. So, mit ihr müssen wir wahrscheinlich auch jemanden abschießen, ne? Damit das hier einfacher wird. Zum Beispiel ihn. Verteidigung 17, ich weiß es nicht. Also wir können uns hier kaum bewegen, leider. Aber ist in Ordnung. Also je nachdem, was hier, weiß ich nicht. Keine Ahnung. So, ich kann an meine Startposition ist jetzt nichts Wichtiges hier gerade, oder nicht? Hat jetzt irgendwie keinen Einfluss auf den Rest der Schlacht, finde ich. Deswegen, ich habe alle Emblem-Dinger verballert, ne? Ja. Ja, dann rein da. Okay, wenn das ein Zeichen von dir ist, dass du da stehen bleibst, dann gerne. So, jetzt meine erste Strategie, ne? So, ich denke jetzt bestimmt, dass es voll riskant, dass ich den da hinpacke, ne? Aber Protection. Dann packen wir dich hier hin. Ich hätte gerne mal Fire Emblem 5 auch gespielt, aber Fire Emblem 5 ist so schwierig. Ne? Weil es ist nicht schwierig so im Sinne von, es ist schwierig, aber die Funktionen in dem Spiel sind halt so krass, ne? Das Spiel tut sich irgendwie, weil nicht einige Scherze erlauben mir. Du hast eine Menge Sachen, die du in dem Spiel machen kannst, aber mein Gott, das Spiel
ist einfach so knüppelhart. Protection. Zum einen, Fire Emblem 5 hat ein Erschöpfungssystem. Oh nein. Ich sehe, was das lohnt. Oh. Deswegen. Ach, die rennen weg von mir. Deswegen sind hier viele Leute mit Loot. Ach. Ich wusste, es hätte nicht so einfach sein können. Ich kann ihn nicht erledigen. Oh mein Gott, er überlebt mit einem Schlag. Ach, die kommen noch nicht mal auf mich los, ey. Mit was rennt er da weg? Mit Tempofehler, natürlich mit der Tempofehler. Hm. Mal kurz überlegen. Darf doch einfach wieder nicht wahr sein, ey. Ich kann natürlich nicht da reingehen, weil also die einzige Möglichkeit, die ich jetzt hier hätte, wäre wenn ich ihn als erstes erledigt kriege, ne? Aber kriege ich natürlich nicht. So, eine Frage hätte ich aber. Ah, nee, geht ja nicht. Und den kann ich auch nicht einpacken, weil er nimmt volle Möhre Schaden. Ich weiß nicht wie viel, aber es wird eine Menge sein, ne? Weiß nicht, dass mir wieder so 1-2 KP fehlen, ne? Das ist immer das gleiche. Wasser. Oh, guck mal hier. Bist du ja, bist du da mit der Tempofeder? Ja. So, dann habe ich einen Eisenbogen noch gegeben, ey. So. Dann war mal nicht kalt. Dann muss ich jetzt eigentlich nur so schnell wie möglich da runter gehen. Die anderen drei erledigen. Weil eine unterentwickelte Einheit war. So, gibt es ja irgendjemand, der unwichtige Sachen hat? Du hast ein Beiwasser, ja, aber ich will es haben. Das ist das Problem. Na, ich kann natürlich nicht hier runter gehen. So, dich kann ich erledigen. Machen wir das mal.
Zack. Glaub mal bloß, dass ich hier alle Sachen ignorieren werde. Die Sachen gehören mir, Mann. Warte, dich hole ich mir auch noch. Aber was ich machen muss, ist... Eine Sekunde. Ich werde wahrscheinlich einmal Rettung brauchen. Ausnahmsweise. Oh, das ist eine Menge. Reichweite. Ich wusste, es wäre nicht so einfach, ey. Du musst nach unten. Das war so schnell wie möglich. Da. Hm. Hat er voll gebracht? Okay. Aber wir sollten ja eigentlich noch kriegen, Erde, ne? Egal. Oh nein, einfrieren. Aber warte mal, bringt nichts. Bringt nichts gegen Rosado. Rosado ist immun gegen einfrieren. Du bist genau da. So, was? Entschuldige, was? Du bist immer noch in Reichweite, sehe ich gerade. So, wenn ich hier hingehe. Dann habe ich noch eine Menge Leute hier noch, die sich bewegen können. So, machen wir den hier. Okay. Er hat das Spiel wahrscheinlich absichtlich gemacht, ne? So leicht hin kann, oder? So, jetzt muss ich Folgendes machen. Und zwar, ich gebe halt, was ist ein Stabrang? Ein Stabrang ist S. Du kannst jeden Stab benutzen, den es auf diesem Planeten gibt. So, ich brauche nämlich einmal, ich hoffe, ich habe das. Ich habe es. Mein Gott, Gott sei Dank. So, nimm du mal eine Erholung bitte. Und ich kann dich ja hier reinpacken, weil du hast eine Menge Verteidigung. So. Hm. Oh, da war der falsche. Was? Oh, das war der falsche. Habe ich keinen Erholungsstab? Erneuerung. Oh mein Gott. Machen wir eben noch einen.
So. So, jetzt mal den richtigen Stab geben. So, dann erneuern wir dich. Damit du dich wieder bewegen kannst. So. Ja, ich greife natürlich hiermit an. Okay, du triffst den. Wow, du machst den absolut fertig. Gut, haben wir nicht erledigt. Kriegen keine Erfahrungspunkte, weil die halt noch unterlevelt waren, habe ich gesehen. So. Und dann machen wir dich platt. Perfekt. Oh. Betet mich an. Ich bin Fire Emblem Großmeister. So, ich hoffe, da sind nicht noch mehr Leute, die jetzt flüchten können. So, aber dich müssen wir jetzt hier rausretten. Zum Glück habe ich da was. So. Hallöchen, Rosalo. So, damit haben wir uns um das Loot gekümmert hier. Ich habe das Gefühl, das Schwächste haben wir jetzt schon hinter uns. Die beiden haben noch Sachen. Ne? Nehmen wir an, die bewegen sich natürlich nicht. Ne? Kann John sich um all die hier kümmern? John ist relativ tanky. So, ich glaube, wir haben uns um das Schwierigste hier gekümmert. Ne? Okay, einige von denen sind noch unterlevelte Einheiten, sehe ich gerade. So, solange jetzt hier nicht noch mehr Leute abhauen wollen, haben wir halt eigentlich geschafft. Was? Wer trifft mich von da? Ich war der 1 bis 15. Entschuldige, was? Aber ist okay, wir haben nur super. Wir haben nur super Verteidigungsleute hier. Das ist irgendwie so eine Anspielung dann an Fire Emblem 5, wo die Stäbe einfach nur broken waren. Okay. Na gut, dann müssen wir halt warten, bis die ihre Sachen hier verballert haben, ne? Kein Ding. Davor hatte ich mich schon um Diebe gekümmert habe. Entschuldigung, warum nimmst du Schaden? Ich will jetzt eigentlich gar keinen Schaden nehmen. Was? Warum macht ihr so viel Schaden? Was ist denn hier auf einmal los? Angriff plus 15. Boah. Alter. Er war natürlich für die erste Person, die sich bewegt hat. Nein. So, oh mein Gott. Kein Ding, aber alles, was ich machen muss, ist hier Abwehrhaltung ausrüsten. Leider mehr Verteidigung.
Entschuldige, aber warum machen die so viel Schaden? Zack, zack, ding, zack. Also wir haben die nur 3 Schüsse, ey. Gott. Okay. Also wir müssen so oder so jetzt hier warten, bis hier alles vorbei ist, ey. Richtig von hier aus. Okay, ja, jetzt müssen wir eigentlich alle okay sein, ne? Alter. Also diese Ballistas können eigentlich jeden ja one-shotten. Meinen Charakteren. Außer meine Tanky-Charaktere. Also haben die keine Crit-Chance. So. Die treffen sogar zu 100%. Dafür ein Dreck. Ja, schweigen. Ne. Kein Ding. Einfrieren, kein Ding. Ich habe Teleport, Rettung. Es kommt auch noch einer auf. Was ist los, ey? So, ein Kriegerbogen, kein Ding. So. Dann müssen wir noch mal Rettung hier einsetzen. Also ich kann ihn irgendwie anders hier rauskriegen, aber ich glaube nicht, ne? Ne, gut. So, rein hier. Lass mal Luis. Lass hier Hand haben. So, ich muss mich irgendwohin packen, wo die beiden mich treffen können. Ja, wenn ich die Karte jetzt drehen könnte, dann würde ich jetzt sehen, wer mich angreift, ne? Ich nehme mal, das sind die, ne? Dann müsste er eigentlich alles hier überleben können, ne? So, da habe ich so viele Heiler heute mitgenommen, ne? Ein AP, ehrlich. So, ich muss also mehr oder weniger jetzt erstmal warten, bis die fertig sind mit ihren ganzen Bombardement an unfairen Angriffen. So. Ihr habt ja die gleichen Werte und so, ne? 39, ja. Wenn ich Pech habe, muss ich schon wieder Rettung einsetzen danach. Ich kann auch mit ihr einsetzen. Ja, hab ich gar nicht dran gedacht. Okay, aber du müsstest diese Runde überleben können. Da gibt es sogar Supportpunkte. So, alles klar. Okay. Noch mit Druck halten. Geil. Zack. Ja. Gedacht.
Mehr Verteidigung bitte. Danke. Zwei. Ich weiß noch nicht, ob der da in die nächste Ballista reingeht, ne? Also hättest du eigentlich erst früher machen sollen, ne? Ja, da kommen noch mehr Leute. Okay, mein Gott, da kommen schon die nächsten Leute, die mich hier nerven wollen. So. So, ja, mal den Mond, Link und Sieg. Okay, das kann ein sehr nerviges Level sein, habe ich so Gefühl. Sehr nerviges Kapitel. Aber ist gut, die können nur einmal schießen jetzt, ne? So, der wird sowas von drauf gehen, wenn er getroffen wird, aber ich müsste einige Purgatives irgendwo haben. Ich kann auch sie einsetzen eigentlich, ne? Machen wir mal das. Das ist eine Verschwendung für einen Charakter, aber... Ah, ich sehe schon, wie die Reichweite hier niedergeht, ein bisschen runtergeht. Ja, machen wir das, ne? Wenn er mich voll gehalten, ne? Muss ich keinen Purgatipp verwenden. Und du halt sie wieder hoch. Gute. So. Dann können wir uns um diese Situation auch schon mal, ne? Damit dann sie nicht auf den Nerven geht. Ja. Muss ich wieder hochheilen. Ich werde den Platz mit ihm wechseln. Okay. So, und wir sollten eigentlich überleben. Ich weiß, was wäre meine Alternative hier gewesen, ne? Ja, wir haben aber immer noch eine Ballista da. Ich weiß nicht, ob die Schützen klug gesunken sind, von der einen zur anderen zu springen. Protection. Ah, er bekommt sogar die Ladung zurück. Sehr cool. So. Dann einmal dich hoch. Damit du wieder Protection einsetzen kannst. Da kümmern wir uns mehr oder weniger um den Typen da. Oh. Hat der schon mal seine ganzen Sachen. So, jetzt guck mal, wie er hier schon runtergegangen ist mit der Reichweite, ne? Ich weiß noch nicht, ob die klug genug sind, um vom einen Ding zum nächsten zu springen, ne? Ich weiß nicht, ob Ausweichen irgendwas bringt hier. Sieht nämlich nicht so aus. Ich kann natürlich wieder nicht den einen. Doch, sie kann erreichen. Da habe ich so viele Heiler mitgenommen. Weil der wartet, sie hätte auch vom Weiten heilen können, ne? Du hast ein Kriegerschwert.
So, für den Fall, dass der jetzt hier noch mal mit Dings rumkommt, ne? Mit weiß nicht. Was mit den Stäben, ja? Boah, die sind mir vollkommen ausgeliefert, sobald die ihre Stäbe verballert haben. Er hat nichts mehr, er hat auch nichts mehr. So, wir haben dann noch einen Schweigentypen da. Wir können eigentlich schon darunter gehen dann. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob der hier die nächste Dings hier bemannen wird. Von daher gucken wir mal. Ich meine, John überlebt hat ja, ne? Von daher. Ich nehme sehr stark an, du überlebst halt auch. Mit Abwaltung, ja. Mal ein paar tankige Typen hier reinpacken. Manchmal kann man es ja so ein bisschen reinpacken. Treffer plus 80, da sind voll bei Power die Dinger. So, was ist da für eine Reichweite? Ich sehe die Reichweite nicht. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Nehmen wir mal an, es sind 10. Ne? Das heißt, so weit kann ich mich noch bewegen. Na, ihn lassen wir mal da. Ich zünd mal den Wald da an. Er ist irgendwie in Character. Ich sorge für. Das ist wieder kein Schaden. Können wir mal zu den ganzen blöden Ballisten schon mal. Hey, was geht, na? Doof. Wird echt notwendig, immer deine Lanze erst nur so rumzuwirbeln. Kannst du nicht einfach zustechen? So. Ah, sie wird verschwiegen. So. Okay, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich nicht in Reichweite bin, oder ob kann ich ihn einfach dahin schicken und er kümmert sich um all die Leute. Das sind nur Kavaliere, hallo. Ich kann wortwörtlich Louis hier hinpacken und er kümmert sich um alles. Louis kann die wortwörtlich alle tanken. Ja. So, jetzt muss ich ein paar Leute aber hier hinschicken, die auch bei Angriff aushalten. Du hast einen Bogen, ne? Aber. Zack. Ah, Doppelbogen Power. Der war cool. So. Hier machen wir auch weiter, ne? Wir haben uns da schon um die Ballista gemacht. Das heißt, wir können ja eigentlich voll schlicht durch die Gegend laufen. Cool. Das ist auch da eine Ballista. Ich muss das erst so machen, ne? Wie soll ich denn das sonst machen? So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich darf nur Leute hier hinpacken, von denen ich weiß, die würden halt überleben. Also, wir machen den, ja. Dann gehen wir hier hin. Geben die Abwehrhaltung. Das steht im Hintergrund, kommt mir übrigens überhaupt nicht bekannt vor, ne? Also wie gesagt, Fire Emblem 5 nicht so mein Expertisegebiet. Ich
Vergleich zu einigen anderen. Aber mal mehr. So, und dem haben wir uns gekümmert. Jetzt guckt euch an, wie die Reichweite runtergeht von dem. Ah, noch nicht. Im nächsten Zug. Daneben. Ja, und hier können wir jetzt eigentlich tanken, ne? Gegner. Gegner können ja nichts hier. Sind ja alles nur. Ja. Alles nur. Nee, die waren noch. Okay, die sind alle. 33. Also jeder, der so um die 30 HP hat, kann ja eigentlich locker tanken. Glaube ich, alle hier sind, ne? So, ich bin mir ziemlich sicher, er bewegt sich nicht aus den Dingen raus. Und er auch nicht. Das heißt, wir können weitergehen, ne? So. Dann küsse ich mal den hier an. Strategie gefällt mir. Sind hier noch mehr, aber ist das? Ich glaube nicht, ne? Also da rechts war noch eine, aber da muss ich mit Fromm auch in der Nähe sein, ne? So. Jetzt mal gucken, wo ich mich so eben bewegen kann. Also, nee, brauche ich nicht. Okay. Noch habe ich alles im Griff. Aber da muss nur eine ungünstig positionierte Verstärkungstruppe kommen und alles schon wieder nicht gut. Weißt du, warte, ich kann doch bestimmt Dings hier machen, ne? Ah. Du machst 33 Schaden gegen meinen. Lass mich mal hier. Warte, ich habe eine Idee. Jetzt, wenn ich euch mal alle abblocke. So, jetzt will ich mal sehen, wie er vorbeikommt. Sehr gut. Finde ich gut, wie das hier funktioniert. Warte mal, mit dir will ich vielleicht den Kill holen. Was er überhaupt schafft. Okay. So. Okay, das hat sehr gut funktioniert. Zack. Zack. So, und die kommen jetzt hier nicht vorbei. So, du hast keinen Start mehr, du hast keine Sache mehr. Okay, ich nehme dann mal an, ihr bewegt euch nicht mehr, ne? Dann komme ich mal zu euch hin.
Alter, wenn die sich jetzt bewegen, ne? Da kommt er nicht durch, ne? Problem ist, sie sind alle unterlevelt. Das heißt, nee, sind sie nicht. Er ist nicht unterlevelt. So, wir können uns hier, wir können uns jetzt um die alle mal kümmern erstmal. Hier greift aber an, ne? Oder sitzt der da drin? Nein. Hier greift sogar an. So. Wie viele kann ich mich danach bewegen? 3 oder 2? 2. Ich kann ihn erledigen anscheinend. Hey. Hi. Warum ist, wir kriegen so gut wie keine Erfahrungspunkte von denen. Was ich ein bisschen doof finde. So. Wir machen einfach den hier, ne? So, jetzt kommt ihr mal alle schön auf mich los. 33, ich nehme keinen Schaden. Weiß, was ich ja mache. Ich tue ja schön den Dings einsetzen. Den Adelsrab hier. So, jetzt gehen die alle auf ihn los. Nicht gut. So, und Jan hat irgendwie so, weiß nicht. Wollen wir mal ein bisschen Erfahrungspunkte mit ihm. Wenn er sich schon nicht bewegt, ne? Hallo? Dann nutze ich dann auch gefälligst aus. Ein bisschen Corin Erfahrungspunkte farmen. Hier beiden kommt auch mal hier. So. So, nur kann ich ja immer noch das hier einsetzen. Ne? Aber kann John dann erledigen. Oh nein, warte. Da bin ich halt da gut war. Ja, jetzt ist er nämlich hier raus. Ja, ist okay, glaube ich. 39. Ja, ist okay, glaube ich. Ich weiß es nicht. Er wird ihn aber nicht doppeln, oder? Nee, nee, nee. Okay. Alles okay, alles okay. Ja, weißt du was? Nee, wird okay sein. Wird okay sein. Da. Daneben. Da habe ich gerade den Fall mit meinem Schwert abgeblockt. Guck ich da dann an. Wenn ich Glück habe, kriege ich sogar ein oder zwei Leute.
Ja gut. Ah, oh, daneben mit 75. Solange nicht noch irgendwie was Ekelhaftes kommt, wird das schon, glaube ich. So, den machen wir mal fertig mit John, damit er mal Erfahrungspunkte kriegt. Und der Rest ruft sich hier den Rest da weg. Ne? Wir brauchen hier noch ein bisschen Training. So, ich bin Level 19 wegen Roy. So. Ich habe das hier voll im Griff. Problem ist, die sind alle in der Air, ist ein bisschen stärker. Warum hast du noch volle AP? Ach, weil ich dich nicht getroffen hatte, ne? So, ich habe glaube ich auch so ungefähr jetzt gecheckt, wie seine persönliche Fähigkeit funktioniert, ne? Weil ich habe erst gedacht, das bedeutet, mit niedrigeren Level meinen die irgendwie so, wenn ich hier zum Beispiel ein Feuer einsetze, ne? Mein Gegner hat Feuer plus 2, dann mache ich mehr Kritscher, ne? Aber meine Gegner haben ja nicht solche aufgemotzten Waffen. Also nehme ich mal an, wenn ich Feuer habe und ich kämpfe gegen jemanden, der, weiß ich nicht, eine Stahllanze oder ein Silberschwert oder so hat, also eine vom Rang her höhere Waffe, dann tue ich mehr Kritschaden machen. Ne? Nehme ich jetzt mal an. Ich glaube, das ist das, was die damit meinen. Ne? So, ich mache den ja. Obwohl, dann trifft, es kommt aber keiner hier, der mithilft. Nein. Mal dich herunter. Die Werte ein bisschen reduzieren, meine ich. Hat sogar erreicht von ab. Sehr gut. Sehr gut. Haben mehr Geschicklichkeit und Glück. Mehr ausweichen. Ich weiß gar nicht, ob sie jetzt noch unterlevelt ist. Also so Level 24, während ich hier mit Level 7 Charaktere umlaufe. Ich weiß nicht, ob sie noch als unterlevelt hier gilt. Weil ich nicht weiß, was das Maximum Level für Dings ist hier für Diebe. Ich nehme an, es ist 30, ne? Ach ja, du machst das nicht, ne? Ja, nehmen wir den mit dem fallen AP. Okay, sieh Gott, du bist ein bisschen zu nah. Genau von Level Up 3. Ich merke gerade, selbst ein Drache hat irgendwie so Zöpfchen an den Seiten, so Koteletten. Und ich platziere hier hin, damit den sein Angriff mehr Schaden macht, ne? So, gehen wir hier hin. Auch in Reichweite bist. Also ja, also die Herausforderung dieser Level sollte natürlich wieder sein, ja, hier sind ein paar Diebe, die musst du schnell holen, ne? Und wenn ich mich nicht um die gekümmert hätte in den ersten Zügen, dann würden jetzt hierher rumrennen, ne? Und dann würde ich mit meinen Leuten da hinterher rennen, ne? Aber hier sind Gegner, das heißt, um die muss ich mich auch noch kümmern, aber da sind noch Diebe, ne? Also müsste ich hier, wäre eine absolute Katastrophe gewesen. Also von daher bin ich froh, dass ich mich darum gekümmert habe schon. Bevor ich zu diesen Stress kam. Ja, holen wir für ihn die Kills. Mein Gott, sie wird ihn sogar fertig machen. Ja, man, los, holt sich dann den Kill. Ja,
Aber hier gehen wir natürlich unterlevelte Charaktere, unterlevelte Gegner, ne, damit ich hier nicht zu überlevel, ne. So, oh, da müsste ich aber mit jedem treffen, ja. Ah, ne, ich habe noch Alchrist. Den sollte ich vielleicht auch noch mal angreifen, ne. Wenn du den Crit holst, auch gut. Wird, glaube ich, nicht mal umbringen. Okay. Passt. Und das war einfach ein, nein. Einfach nur, warum nicht, ne? Oh, meo, Kaio. Alter. Ich bin gut, dass der Angriff trotzdem noch weitergeht, obwohl er schon tot war. Gott, ich habe nichts an Erfahrungspunkte bekommen und so was. So, okay. Das war eine gute Runde. Ah, jetzt kommen die, ja. Ist das die gleiche Konstellation an Gegnern? Wenn ja, dann sehe ich schwarz für euch. Na, wenn ich da reingehe, dann geht der aber. Ah, du kommst sogar da durch, das gibt's nicht. Rosado schon Level 9. Wenn ich da hingehe, dann trifft er mich aber 39, aber wird ja wohl, weil er bekommt ja mehr Crit Chance, ne? Machen wir dich jetzt mal platt, würde ich sagen. Bei dich. Zack. Ich glaube, Linden könnte ich den jetzt hier abgreifen, ne? Nur du dir den. Ne, reicht nicht. Doch, reicht. Das. Ich fand das immer zu Overkill, wenn irgendwie Charaktere in Fire Emblem anfangen zu fliegen und die Magie einsetzen. Also irgendwas gefällt mir daran nicht. Das sieht irgendwie zu mächtig aus. Ja, ich habe einen Priester gerade erledigt, jetzt kommst du dran. Tut aber echt jedes Mal kreppen, ne? Ja, cool. Warte mal, kann er sich nicht selber heilen? Stimmt. Oberpriester können sich selber heilen. Er ist auch ein bisschen dezent broken, ne? So, wenn ich ihn hier reinpacke, dann hat er eine Ausweichen von zu wenig. Ich meine, er wird ihn treffen, aber wieso kann sie nicht einen Schritt weiter gehen? Kann irgendjemand schubsen? Wie habe ich damit mehr Ausweichen als mit der Eisenaxt? Okay. So. Predictable. Lass den Wald bitte für mich frei. Ach, die werden jetzt die ganze Zeit kommen, ne?
Ja. Bonk. Jeder bekommt ein Level-Up heute. Wie sonst auch immer, ne? Ich muss. So, immer eine Auszahl. Das ist die Reichweite von dem Ding. Warte mal, wenn du da reingehst, dann hast du 124 Ausweichen. Ah, oh, er trifft ihn aber. So, wenn ich die hier anlocke, dann ist das auch kein Problem, ne? Na, wenn ich die anlocke, dann kommen wahrscheinlich die alle auch noch auf mich los, ne? Weil die haben auch nicht so viel. Weiß noch nicht wieder, wie lange das hier dauert mit dem Stärken und so, ne? Wahrscheinlich wäre die ganze Zeit jetzt, ne? Aber den. Aber bis der Anlauf hier fertig ist. So, wow. Gar nicht mal schlecht mit dem Bogen. Was machen wir Events eigentlich? Ist da nicht irgendwie, dass man doppelt irgendwas doppelmäßiges? Ja, man kann vor der Gegner kontern kann. Ja, konnte sowieso nicht kontern. So, du hast ein Silberschwert mit 38. Ist wahrscheinlich auf sie losgehen, ne? Ja, du kümmerst dich um den noch. So, da kommen meine restlichen Leute, schließen sich den Getümmel an. Oh, ich habe vergessen zu kennen. So, oh, Figur, sehr cool. Werde ich nicht mehr brauchen für meinen Wodau. Interessant ist, früher habe ich immer gedacht, das heißt Wodau, weil irgendwie voll dämlich klingt, ne? Aber ich dachte, ich habe irgendwie das Dings nie gesehen, dass ich habe nie gesehen, dass da ein A fehlt. Ich habe immer Wodau gesagt. Ich jetzt zum ersten Mal Wodau gesehen habe. So. Ha, jetzt hast du den Weg blockiert. Video. Oh, oder auch nicht. Konnte ich nur da unten bewegen. Ich habe mich schon gewundert, warum können mich die Leute da unten noch treffen? Mit Rosado. Oh, ich sehe gerade, das ist eine Ballista. Hab ich gar nicht bemerkt.